So, und damit herzlich willkommen, ihr Feinis, zu The Day Before. Nach über einer Stunde konnten wir endlich das Game mal runterladen, nach wie viel Download-Problemen auf Steam. Und sehr vielen Bugs oder was wir schon gehört haben, können wir endlich mal rein. Wahrscheinlich nicht mal auf den gleichen Server wie mit Kizi. Weil wir wollten eigentlich eine Runde mit Kizi zocken. Mal gucken, ob wir später noch connecten können. I don't know. Wir sprechen jetzt einfach mal direkt mit Dr. Leonard und schauen mal, was das hier alles erwartet. In The Day Before. Leonard! Great. I'm really glad to see you recovering so quickly. We've saved people from the outside before, but we practically pulled you back from the brink of death. My name is Leonard, Woodbury's doctor. And you are? Ich bin der Pfälzer, weißt du es nicht? Bin auch bekannt, oder? All right. Your speech organs seem fine. Nice to meet you. Well, I'm sure you have a lot of questions. But our leader, Chris, will fill you in on everything better than I can. So, if you're feeling okay already, you can grab your bag and go take a look around. Don't worry. Everyone in Woodbury already knows we have a newcomer. Wahrscheinlich nicht nur einen, oder? Es kommen gerade ganz schön viele an. Kann das sein, Leonard? Ist okay. Ich gehe mal ganz kurz. Wir wollen nämlich von ein bisschen... Ja, okay. Du auch auf dich. After you talk to Chris, you can always find me at the infirmary. Alles klar, Leonard. Dankeschön. Küssen auf das süße Klätzchen hier oben. Auf Wiedersehen, Leonard. Hol deine Sachen zurück. Ja, wir sind schon dabei. Dankeschön. Nimm den Gegenstand. Nehmen. Okay, ach, das ist Loot. Okay, können wir das alles auf einmal looten? Oh. Ah, Wasser so. Nimm alle Gegenstände. Kann ich einfach so rüber switchen? Geht das? Drück irgendwelche Tasten? Nö. Das ist so alles. Okay, mit der Taste. Okay, schließen. Eddards Laden, alright. Alles klar. Darf ich? Nö. Darf ich? Nö. Okay. Trink, aber wir sollen Wasser trinken, okay. Benutze den Gegenstand. Trinken und fallen lassen. Nochmal gehen, okay. Nutzt er die ganze Flasche? Yes, macht er. Okay, wir haben 70 von 100. 100 Energie, 100 Leben. Alright, sind 5,5. Schwer, wahrscheinlich Kilogramm. Haben 11 Plätze von 60. Was ist das hier? I don't know, was das da oben für ein Symbol ist. Es ist Dienstagmorgen, maybe. Okay, ja gut, Essen und so. Daisy Vibes, I feel it. Ja, darf ich durch? Darf ich? Also wer Effen. Ah. Wow. Wie viele Tries braucht es, um die Tür zu öffnen? Wie viele Streamer? Sie macht so leid. Warum ist es im Hauptmenü so laut und hier so ganz komisch? Hier, take that. In Woodbury Überlebenscompany. Ich finde Chris, wenn du mehr über Woodbury oder dein Grundstück wissen willst. Mein Grundstück? Wir haben Grundstück. Sind wir reich? Kaufe Waffen, Munition und Ausrüstung von Eddard. Oder verkaufe sie an ihn. Eddard. Bewahre dein Hab und Gut sich an Abbys Lagerraum auf. Eingelagerter Gegenstand. Was macht denn er da? Hallo. Lucky Shot. Kaufe bei Rob Essen und Getränke, um bei Bedarf deinen Hunger und Durst zu stillen. Okay. Rob also. Und das ist Leonard, ja. Redemption. Und hier, ja, halt deine körperliche Verfassung, Fitnessstudio aufrecht. Hahaha. Wisst ihr ja, wo ihr mich seht. Das ganze Let's Play, immer, täglich. Aber in die Sauna? Was? Oh, das ist ja wild. Wir sind in die Sauna endlich mit Kizi. Unerledigte Gemeinschaftsaufgaben, um Geld und Rufpunkte zu verdienen. Okay. Na klar. So, da sind wir ja schon. Ey, wir können sprinten. Infirmary Chris, dass du wieder zu Bewusstsein gekommen bist. Ja, klar. Ich habe schon erlebt, gerade eben bei Monsieur Kizi, weil der ist ein paar Minütchen vorher dran, dass wir jetzt erstmal eine große Talkrunde da haben. Ich wäre mal so frei, bevor wir... Ich glaube, wir kommen noch gar nicht groß ins eigentliche Gameplay rein. Das Ding ist nämlich, dass wir jetzt erstmal eine Runde talken müssen. Nicht nur ein wenig, sondern ein bisschen. Bis wir erstmal überhaupt rauskommen in die Apokalypse, ja. Hey, guck mal, wie viele Neuankömmlinge. Ist ja nicht so, ne, dass wir der Einzige werden. Hi, Chris. Was geht? Hello.
You're the survivor we rescued a couple of days ago, aren't you? We were all praying for your speedy recovery. It's good to see you're okay. What is this place? Danke. We always tried to help those in trouble. Otherwise, where would we be if we didn't show humanity to each other? Definitely not here. My name is Chris, and I'm in charge of this shelter called Woodbury. Here, we have gathered all the remaining survivors from New Fortune City and the surrounding suburbs. In Woodbury, we all work together towards rebuilding our society, and any help would be greatly appreciated. Each of us would like to live in a better world. A world where our children can play freely on the streets, where we won't have to live every day in uncertainty and fear of death. This dream is what unites all of us. Get to know the members of our close-knit team to see how everything is organized here. Alles klar. Talk to the weapons trader, Eddie, the storage keeper, Abby, the bartender, Rob, and Dr. Leonard. Wir waren eben schon bei Leonard, aber ja, können wir nochmal machen. Come back to me, and in the meantime, I'll register you. Okay, mach's gut, Chris. Dankeschön für die kleine Info. Dann gehen wir mal direkt straight zu Edward. Hey, yo. Mike. Können wir irgendwas machen? Nee. Kann ich irgendwie tanzen? Okay, oh Gott. Da kriege ich gerade ein bisschen Starfield-Vibes. Hi there. Blinzel mal, wenn du Gefahr bist. Du darfst ruhig blinzeln. Nee? Ist alles okay? Oh Gott. Huch, was leidet denn? Wett? 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 Was? Leute. Eddard. Country Hawk Pistol. Greetings, buddy. I see you finally recovered. Let me introduce myself. I'm Eddard, the weapons trader. It was my guys who found you almost dead out there. We don't leave people in distress here in Woodbury. Quite the opposite, actually. Here, I've got something for you. Oh, was hast du denn? Molot Hunter. Die Stärke einer Waffe hängt von ihrer Klasse, der Stufe, der Modifikation und der Munitionsart ab. Wenn die Haltbarkeit der Waffe vollständig aufgebraucht ist, ist sie nicht mehr verwendbar. Daher muss sie rechtzeitig beim Waffenhändler repariert werden. Aber kann sie denn bei voll aufgebraucht noch repariert werden? This is the Molot Hunter, an excellent rifle. Just needs to be assembled at the workbench. Once you assemble it, you can have it for yourself. Oh, ist aber lieb von dir. Dankeschön, Eddard. You'll have a better chance of making it back home on your own two feet. Alles klar. Stretcher like last time. Ja. No need to thank me. The important thing is that you're alive. The rest doesn't matter. Well, I wish you luck, buddy. If you ever want to buy top-notch weapons. Alles klar. Cool, danke dir. Until we meet again. Until we meet again. Warum ist denn immer noch hier der Diskurs immer so ein bisschen leiser? Die Look ist schon relativ hoch. Aber ganz hoch. So. Bau die Waffe an der Werkbank zusammen. Wir folgen mal ganz kurz, wie gesagt, ein bisschen im Schnellformat den ganzen Punkten in der Hoffnung, dass wir irgendwie connecten können. Aber ich glaube es noch heute wenig. Gucken wir mal rein. So, hier Werkbank. In der offenen Welt bist du Werkbänke finden, die unverzichtbar sind. Wenn du Modifikationen an deine Waffen anbringen möchtest, bevor du eine Werkbank benutzt, vergewissere dich, dass die Umgebung um dich herum sicher ist. Okay, Molotron, da wähle deine Waffe. Verwalte Modifikationen, Handschutz. Verschlusskreuze? Ah. Okay. Tab zurück. Ach, die sagen mir genau, was ich gerade drücken soll. Okay. Okay, weil ich das jetzt dran gemacht habe, darf ich das dran machen? Ich verstehe. Magazin darf ich nicht. Geh zurück. Schließe die Werkbank. Ich darf nichts drücken, ohne ihre Erlaubnis. Okay, jetzt gehen wir zu Abby. Guten Tag, Loto und hallo, Owl. So. Hey there. You're the survivor everyone's been talking about lately, right? Glad to see you're okay. I'm Abby, the storage room keeper. It's the safest place in Woodbury. So people use it to store their personal belongings. I can see your backpack is pretty full. Leave the things you don't need right now with me. It'll make it easier for you to move around. Don't worry. They'll be perfectly safe here. Lager öffnen.
The storage room is at your service. Okay, laden. 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 Schließe das Lager. Great. That's the way to go. The storage room is available completely free of charge for all Woodbury residents. Chris registered you, didn't he? Ja, ich glaub's doch. Please talk to him if he hasn't yet, all right? Alles klar, auf Wiedersehen. I'll keep, ja, Lager, okay, ja. Es ist, okay, stand die Zeug, Lager. So, dann gehen wir nochmal ganz kurz zurück zu Chris oder what? Ah ne, ich sprich mit Dr. Leonard, oh. Moment, Leonard. Ist es Fitness? Nee. Sah so aus. Leonard, komm mal hier rein. Ah, hier, komm mal rein. Hier. Hi, Leonard, again. Chris wants you to register as a resident of Woodbury. That's great. We always welcome new members to our community. Just yesterday, we weren't sure if you would be okay. Well, in that case, I need to give you this. Was denn? Navi-System. Okay, Navigation. It's a GPS map of New Fortune City. New Fortune. It marks all the evacuation points through which you can safely return to Woodbury. Ah, das habe ich schon mitbekommen. Das ist ja, glaube ich, so ein Exit-Shooter, ne? Wie Tarkov, oder? Wir brauchen also Evakuierungspunkte, um aus der Map rauszukommen. Yo! Oh, Dankeschön für den Sabian Lotto! Dankeschön, Dankeschön! Dankeschön, Dankeschön! Alright. Ich reg jetzt schon auf, dass auf C kein Ducken ist. Bewegung. Ja. SDRG meine ich. Hallo. Kann ich. Delete? Nee. Entfernen macht er nicht. Kann ich nicht einfach. Ah. Ach, gehen ist Left Control. Nee, mach mal. Delete. Tschüss. Wer will denn gehen? Wenn wir krabbeln können. Easy. So, jetzt gehen wir zu Rob. Ach, dem Barkeeper noch. Stimmt. Wegen Essen und Getränken. Hey, how are you doing? Hallo, Apollon. Oh shit. Von einer Seite, ne? Hier ist er. How are you doing, pal? How are you doing? Hey, look who's awake. Welcome to Woodbury, pal. I'm so happy to finally see you alive. I'm Rob. Here's my bar. So, how are you doing? Enjoying your time here, huh? Actually, Chris warned me that he'd be sending you my way to get to know each other. So, I've prepared a little gift for you. I'm sure it'll come in handy. Medikamente. I got this first aid kit for myself, but I haven't been out in a while. And I like you, so take it. Maybe it'll save your life again sometime. Oh, so war lieb von dir. Dankeschön, Rob. So, did Chris get you registered already? When you're done, swing by here. I always have good food, drinks, and supplies in case you're heading out. Alles klar. We catch up again, pal. We catch up again, pal. Thanks. Wir müssen erst registriert werden. Oh, kommen wir da durch? Nö. Coole Musik. Magisch. Fühl mich direkt wohl hier. Können wir öfters vorbeikommen? Guck, was ist denn hier alle so freundlich? Take care of yourself. Hey, buddy. Yo, man. What's up? Yo, hello. Hello there. Hey, Chris. Wir sind, glaube ich, ready. Great. I see you've met everyone. So, what do you think of Woodbury at first glance? Ihr seid voll lieb, Mann. Ja, seid wirklich lieb. Ich weiß noch nicht. Ausgefällt mir. It's good to hear that. It took a lot of effort to make Woodbury what it is. I hope our community lives up to your expectations. I'm confident that you'll find something to keep you occupied here. I'm ready to tell you more whenever you want. So, now I'll inform the team that you're a registered resident. And from this moment on, all the services provided by Woodbury will be at your disposal. Werde ich mein eigenes Zimmer haben? Woodbury is established on the site of a middle school. Ah, okay. So there are most residents live in communal areas and keep their personal belongings in the storage room. If you want to have your own home, cars and storage, we are currently working on setting up a small safe settlement outside of Woodbury. Also können wir Housing betreiben? One of our residents can move there if they wish. You can get one of the available plots of land right now. Ooh. You know what? Let me have our guys take you to the settlement. Just head to the exit, and they'll meet you there.
Okay. And if you have any questions about the land plot, you can ask me anytime. Alles klar, Chris. But I won't keep you any longer. Good luck. Ah, good luck to you too. Goodbye. Have a See good one. Around. See you around. So, geh in die Siedlung und prüfe dein Grundstück. Alrighto. Hi there. Well on. Das ist schon cozy, ne? Muss schon sagen. So. Grundstück. Ah, ich kann jetzt erst G drücken, alles klar. G für Grundstück. F für Fortune City. Nichts ist beständiger als der Wandel. Ja, that's right. Cool, dass wir auch direkt im Loading Screen sind. Ah, sweet home, or what? Hier ist doch Ruhe. Grundstück, willkommen auf deinem Grundstück. Da kannst du ein eigenes Haus bauen, es erweitern und Möbel dafür kaufen. Also sind wir jetzt beim Möbel-Einkaufssimulator. Ganz idyllisch. Oh, Digga, können wir ein bisschen angeln gehen oder so? Habt ihr Bock auf ein Lagerfeuer? Ja, es lädt sehr fix, ja, auf jeden Fall, Barley. Guck das erstmal an. Oh. Jetzt abends hier auf dem Baumschumpf sitzen. Geile Gespräche haben. Zigarre anmachen, Kaffee trinken, Tee trinken, whatever. Machen uns ein bisschen coole Steaks, ein paar Marshmallows, was ihr wollt. Kann ich überhaupt. Gar kein Holz hacken? Baum. Ich könnte Baum. Was? Jetzt schon. Drücke R, um Katalog zu öffnen. Feldbett. Kaufen. Geh zu den Häusern. Wähle das Campingzelt, weiß. Oh. Stelle Möbel in dein Zelt. Okay. Wie wär's mit dem Feldbett? Okay. Maybe in die Ecke. Mensch, das sieht ja schon aus wie daheim. Da sind auch meine ganzen Streaming-Einnahmen drin. Meine 3,98 Euro. Das sichert sich immer. Hier kann ich in Ruhe liegen. Stelle Möbel ins Zelt. Ach, noch mehr. Zum Beispiel. Oh, hier. Ein Beistelltisch aus Eiche. Ach, Mensch. Kann ich den. Ah, hier kann ich ihn drehen. Okay. Will ich ihn direkt daneben dran? Ja, komm. So. Na. So. Okay. Noch was? Oh. Ein Radio. Ja, natürlich. Ein Radio brauchen wir noch. Das ist ja ganz klar. Wie wär's denn hier mit so? Hier? Noch was? Eine normale Öllampe. Ach so, ja klar. Bisschen Licht zum Radio und zum Schlafen gehen so. Hier? Okay. Geh zurück nach Woodbury. Ja, das war's schon. Alles klar, das war der Möbelsimulator 2024 sogar schon. Dankeschön fürs Zusehen. Oh Gott, ich so. Oh Gott, komm ins Licht. Okay. Ja gut. Lasse den Baumodus. I've been told that you're settling in nicely. That's great. You can come to your land plot whenever you want. By the way, Abby wanted you to visit her before letting you into the city. Alles klar. Let our guys take you back to Woodbury now. And then you can do whatever your heart desires. Okay. That's all for me. Well, I hope we'll see you again often. Take care. Take care. Hallo Zuckertruck, hallo Lemonade. Gut, dann können wir wieder ein bisschen zurück. Hier ging ja ganz schön fix. Das ist dann auch seit dem Garage. Was? Ein Predator RS. Ein Stallion. Nicht genug Woodcoins. Lol. Alles klar. Haben wir den für immer? Hier. Woodbury. Goodbye, sweet home. Tausende von Kerzen kann man mit dem Licht einer Kerze anzünden, ohne dass ihr Licht schwächer wird. Freude nimmt mich ab, wenn sie, was, geteilt wird. Oh. Oh, hi. Da geht auch gerade sein Campingzelt aufbauen. So. Geh zu Abby. Darf ich nicht? Da kommt wieder das Leid, Freund. Können wir da einfach raus, so langsam? Abby? You're back. It's great that Chris managed to call you here before you head into the city. And I saw your meager equipment and thought, you've just recovered from an injury.
I can't let you go out like this. So, I've asked Chris to let me give you a little financial aid from Woodbury, in honor of your registration as a new resident. This is enough money to buy another weapon from Eddard, along with ammunition. And I suggest you put what's left in the storage, okay, just in case. Alles klar. No need to thank me. The best thing you can do for us in return is to work with us to rebuild our community. You've probably already received some tasks from the Woodbury residents on your tablet, so don't forget to check them out. Okay. Thanks in advance for your help. Just take care of yourself and come back alive, and the rest doesn't matter, okay? Okay. Alrighty. Ich gebe mein Bestes. Ist doch ganz klar. So, do you want to open the storage room, or do you want to talk about... Ich will erstmal jetzt hier... Warte mal. Kann ich mal raus hier? Take care of yourself. Oh, 3000 Woodcoins. Okay, jetzt haben wir so einen Käse hier. Jetzt gehen wir doch erstmal ganz kurz einkaufen. Dass wir gleich rausgehen können. Wobei wir, glaube ich, ja genug... Haben wir den Muni für sowas? Nee, ne? Hier, 60. 7,62 brauchen wir dafür, ja. Okay, hier mein Medipack. Das schieben wir mal nach unten hin. Trinken. Doppelessen ist vielleicht nicht schlecht. Die Batterie. Ah, das ist ein Energy. Ach so. Okay, die Dinger haben auch Hydration, alright. Nehmen wir vielleicht doppelt trinken, kaufen nochmal Muni. Baby, mal gucken, wie viel die kostet. Hey! Well, Soldier, have you registered? Great. Ja, ja, komm, Cap, handeln. Don't hesitate. 7,62, die hier. Kostet eine 59? Wahrscheinlich. Kaufen? Nicht genug Woodcoins. Haben wir nicht gerade 2,5 bekommen? Ey, was ist denn das hier jetzt da oben? Ich dachte, wir haben gerade welche bekommen. Oder haben wir die nicht abgegeben? Ich habe, glaube ich, gar nichts, ne? Wow. Ich dachte, hä? Oder haben, ach, die haben wir, der, haben wir die in der Bank? Lul. Abby, hätt's doch gleich mal gesagt. Abby. 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 Hi. You're welcome. Ach, guck an. Hier. Komm, eine Energy rüber. That's okay. Was ist das hier? Mittleres Erste-Hilfe-Kit. Dann machen wir das Große auf jeden Fall mal weg. Machen wir mal den Kleinen rein. That's okay. Ich save mir mal die Großen, die bei mir bestimmt irgendwann anders brauchen. See you again. Ich kaufe mir nochmal vielleicht eine Ration Schuss und dann würde ich sagen, einfach mal rausgehen. Wenn es so einfach geht. Handeln. Choose, buddy. Choose, buddy. So, hier. Und jetzt sind halt mal so viel Groschen weg, ne? Wo sehe ich jetzt hier mein Geld irgendwo? Nee. Hä, ist das doof? Ah, hier, weil das hier. Okay. Wow. Okay, wow, wir haben noch 50. Scheiße, ich habe die falschen gekauft. Scheiße. Wow. Wow. Wer hat dick Verlust gemacht? Doch kein Pfälzer. Im Leben doch. Guck mal, die kostet auch nur ein 5. Was habe ich denn da gekauft? Für 59 das Stück. Digga, ich kacke ja ab. Okay, komm. Was juckt's hier? Komm. Wir sind komplett ausgeschaltet. Ja, ist okay. Ciao. Wir holen uns das Geld wieder. Easy. See you, buddy. Alles klar. War einfach so eine kleine rote Linie da dran und die habe ich nicht erkannt, dass es AP-Munition ist. Abby, hättest du mal was gesagt. Ihr seid ganz schön großzügig, ne? Feel free to use it. Wenn er mir so viel Geld direkt wieder abzieht. Das hast du gerade eben erst gekauft. Mal komm, schieben wir da runter. So, so. Easy. Tschüss. See you again. Mit noch weniger Geld wahrscheinlich irgendwann. Wo muss ich raus? Vorne? Wo kann ich denn... Wo ist Mittwochnacht? Ah! Evakuierung ohne Rucksack, Evakuierung. Spieler. Journal. Ich hab gehört, dass du einen Job suchst. Sieh dir das ja mal an. Finde Klempner-Set, Lötkolben-Set. Okay. Ist ja cool. Kann ich jetzt einfach... Aha. Ach, ich kann nur eine annehmen, oder was? Ach so. Okay, das heißt, jetzt können wir einfach raus.
let's see. Ist es endlich soweit? New Fortune City. Und jetzt können wir auch auf Spieler treffen? Ist auch PvP, ne? PvP und PvE. PvP, PvE. Ja, glaube ich schon. Bin gespannt. Mal gucken, ob die Pingrate überhaupt stimmt hier im Spiel. Oh Gott. Tektronext. New Fortune City. Jetzt kannst du New Fortune City und die Umgebung auf der Suche nach wertvollen Gegenständen zum Verkaufen erkunden. Nimm genügend Vorräte mit, um nicht in eine brenzlige Situation zu geraten. Ich hoffe, wir haben genug. Hüte dich vor Infizierten und anderen Überlebenden, die eine Bedrohung für dich darstellen könnten, um zu verhindern, dass du deine Gegenstände verlierst. Solltest du die wertvollsten im Lager oder in deinem Sicherheitskoffer aufbewahren. Wenn du genug wertvolle Gegenstände gefunden hast, geh zu den Evakuierungspunkten, um nach Woodbury zurückzukehren. Dort könnten andere Spieler auf dich warten, also sei vorsichtig. Ja, Digga, das wird doch safe ein Gecampe. You have entered the danger zone. Collect as much valuable loot as possible and return to Woodbury. Okay. Da steht Einzelschuss, warte mal. Ist jetzt Einzel. Habe ich nur Einzel? Sorry, dass wir die ganze Zeit hier gucken müssen. Kampf. Waffe wegstecken, Waffenslot. Feuern zielen. Handbremse, okay. Lichthupe, nee. Ich glaube, geht nicht anders. Hallo, Aiki. Hallo, Jule, by the way. Ganz vergessen zu sagen. Oh, die Grafik sieht aber schon mal saftig aus. Was meint ihr? Oh, das sieht schon... Guck mal, oh, smooth. Es sieht schon sehr gut aus. Huch. Oh, shit. So endlich mal eine Street wieder aufbauen. Yo, Aiki, dankeschön für die 13 Monate. Vielen Dank dafür. Grafik ist echt der Hammer, ne? Also, hier auf meinem Bildschirm in 2K sieht es natürlich noch ein bisschen besser aus, muss ich dazu geben, wahrscheinlich. Müssen keine echten Spieler sein, es gibt Soundloops. Ach, for real. Okay. Ey, es gefällt mir schon mal das Setting. Okay. Evakuierung ohne Rucksack. Was für eine Werkbänke? Azure Labs Capital Bank. Wo sind denn Evakuierungen? Oh, da oben. Ohne Rucksack aber nur. Hier ist Stadium. Das ist auch ohne Rucksack. Haben wir noch kein... Ist das Hotel? Evakuierungspunkt, weil es die gleiche Farbe hat. City Stadium. Guck mal, das Hotel hier auch. Ich glaube schon, ne? Die Hotels sind, glaube ich, Safe Spaces. Oder das Lagerhaus da oben. This could be. Jetzt gehen wir doch mal. Gehen wir doch zu diesem Azure Labs, maybe. Straße hoch rechts. Okay. Wie ist es denn hier? Sind die Zombies reaktiv? Huch. Hat ich gerade das Game verzogen für euch? Oder kommt es nur mal im OBS so komisch rüber? Sieht es bei euch noch normal aus, Chat? Ich habe gerade gleichzeitig meinen Stream nicht offen. Alles gut? Mein OBS hat es gerade ein bisschen verhauen. Sieht doch gut aus? Okay, komisch. Mein Streaming-Programm sieht bloß sehr komprimiert aus. Das Bild ist bei mir gerade um die Hälfte geschrunken. Okay, komm, ich mach mal so Rucksäcke und so. Geht das irgendwie? Muss ich vielleicht die Buffers zur Hand nehmen? Nee. Also ja, Kevin, ich habe schon gesehen, dass da eine Quest ist, aber wir müssen erstmal... Digga, die ist ganz weit oben. Look at that. Guck mal, wo die ist, da oben. Also Drop Frames habe ich keine, Chat. Okay. Weiß nicht, ob Sprinten irgendwie Lärm macht. Oh, da vorne ist ein Zombie. Oh, guck mal hier. Ich höre doch Schritte. Ich glaube, ich erlaube mir jetzt mal wieder Folgendes. Das hier. Sound hoch. Musik war vorne ultra laut. So rum. So. Alright. Chat, ihr schreibt mir, wenn irgendwas komisch rüberkommt, weil, wie gesagt, mein Programm hat es links abgeschmiert auf meinem zweiten Bildschirm. Da pieps was. Ah, das Ding.
Ich glaube, hier müsste dieses Labs-Ding sein, irgendwo. Haben wir denn eine First Person? Nee, gell? Ich glaube nicht. Die Frage ist, wo finden wir denn über Loot? Oh, look at that, hier. Was ist hier? Oh. Talenol, Medikamente. Und ein Schokoriegel. Hey. Alright. Müsste ich jetzt nicht von der Labs-Ding sein? Moment. Doch. Dürfen wir denn rein? Sind die Gebäude offen? Vielleicht ist ja direkt ein dicker Boss oder sowas drin. Oh, da ist eine Tür. Wir wollen doch guten Loot rausbringen. Ist doch ganz klar. Ist hier wie Medikament? Nee, ist nix. Alright. Ist das irgendwas? Ich weiß noch gar nicht, wo ich Nachricht gucken muss. Absolut nicht. Blinkt es irgendwie auf, wenn ich in der Nähe vom Loot bin? Oh. Ah ja, oh. Medikits. Was ist das? Stoff. Lappen. Oh, wir haben John gefunden. Alles klar. Okay. Oh. Das war aber ganz schön knapp. Ich habe schon wieder Schritte gehört irgendwo. Aber wie gesagt, gar keine Ahnung, was uns hier drin irgendwie erwartet. Ich glaube, das ist nicht lootbar, nee. Okay. Hier im Midi-Pack oder so? Ja, und nee, ist schon gelootet. Ich bin sehr gespannt, ey, wenn der erste Spieler kommt. Hier ist noch ein Medipack. Ah, auch schon zu. Heißt es schon gelootet dann? Ich glaube schon. Ich bin mal nicht so stealthy unterwegs. Wir gucken jetzt einfach mal. Geht nicht. Ich glaube, hier war halt safe schon jemand. Oder? Das geht nicht, komisch. Naja, eine Hose. Was macht die denn? Drei... Okay, hat die irgendwie Rüstungswerte? Nee, Cargo-Hose. Okay. Kann man vielleicht später verkaufen. Weiß nicht, ob wir langsamer werden, wenn wir voller beladen sind, by the way. So, was ist hier? Okay, Leonard will irgendwas, hat mir eine Nachricht geschrieben. Wir haben also erstmal ein Handy. Da war noch was. Nee, ist auch schon. Die schreiben jetzt alle Hallo. Hör auf zu schreiben. Wir sind gerade mitten hier in der Stresssituation. Komm ich da rein? Oh. Benötigt einen Schlüssel. Guck mal, eine Handtasche. Na? Da war doch. Ah, jetzt. Und? Oh, ein Zelgo. Ein Relikt, das an das einst zur pulsierende digitale Zeitalter erinnert. Lul. PvP, PvE ist es, Aiki. Beides. Hm. Okay, vielleicht bewegen wir uns mal wirklich so ein bisschen Richtung Hauptzone. Wo sehe ich denn... Ah, okay, wir sind 78, 84. Okay, vom Essen und Trinken. Kannst du mich irgendwie hinlegen? Nee, eine Waffe wegstecken. Okay, wo sind wir denn jetzt? Okay, noch weiter Weg. Police Department. Hm. Oh, Loot. Nix. Nix. Wow. Hier ist aber safe was drin. Sehe ich so. Ah, sehe ich schon. Hallo Greenix. Yes, das Game ist wirklich draußen. Mit verstellbaren Schraubenschlüssel ist es draußen. 25 Groschen. Immerhin.
So, ist hier irgendwas zu... Oh. Manchmal irgendwie nicht anvisierbar. Triffst du dich mit Keysboy? Ja, haben wir vor. Dafür müssen wir uns aber gleich nochmal in Discord entmuten, gegenseitig. Kupferlöffel. Keys sagt, dass es Scam ist. Warum das denn? Ist halt wie so ein Tarkov-Ding-Shooter, oder? Nagellack. Oh, es gehen jetzt für Sirenen ab. Das ist ein Zombie. Der lacht. So, ich bin immer gespannt. Oh, wieder Medizin. Hielt die uns eigentlich? Was denn? Hallo? Kann das sein, dass wir einen komischen Ping haben? Kann man jetzt Zombies looten? Ist der erste Eindruck bisher eigentlich gut. Wir sind mal gespannt, wie es überhaupt auf die Zeit sich rauszieht. Und wie es... Oh Gott, Nehmen. Thanks. Okay. Also mich würde schon was hart interessieren, sage ich euch, wenn man zusammen ein bisschen Tarkov, PUBG-Style oder so ein bisschen rumrennen kann, sich selbst equippen, craften und so weiter, muss man zusammen überleben gegen andere Spieler. Oh shit. Wer rülpst da? Oh, hi. Oh, da ist, ich glaube, der sieht ein bisschen big aus. Okay. Also wir haben auf jeden Fall Ping-Probleme. Okay. Ich glaube, dass die Server ein bisschen hart überlastet sind. Give me that. Ist die wertvoll, unsere? Ja, 25. Nehmen wir mal noch mit, sollen wir noch Platz haben. Er sah big aus, ja, ist halt so. Zumindest droppen wir keine Muni, wie ein Tarkov. Kann ich dich looten? Nee. Kann ich hier irgendwas looten? Nee. Ich hab grad drüben. Ich glaube, es war eine Spiegelung. Jeder Laden ist gefühlt gleich. Du kannst dich aufs Dach oder ins Hochhaus und bist jetzt keine Kurve zu. Ding, okay. Ja, mal abwarten. Also, wenn das Game halt noch am Anfang ist, wisst ihr, wie DayZ oder so am Anfang ausgesehen hat. Wie Leute es jetzt trotzdem lieben. Also, laufen wir aber richtig, by the way. Ja. Boah, Digga, wie weit ist das denn? Renn einfach mal. Oh, gibt's noch einen Hotdog? Oh yes. Champignons. Thanks. Ja, bis jetzt ist noch ein bisschen dead hier, ne? Also vielleicht okay so, dass er am Anfang jetzt überladen ist. Würde mich auch interessieren, ob die City sich irgendwie so ein bisschen changed oder ob da irgendwann noch mehr dazukommt. Das wäre natürlich auch noch eine gute Idee. Gut war? Nee. Ja, aber lieber erstmal so, anstatt komplett überladen. Stell dir vor, in jeder Ecke sind irgendwie Zombies, du stirbst die ganze Zeit, überall sind Spieler. Die dich die ganze Zeit umschießen. Können auch ganz schön hart auf den Nerv drücken. Also für den Anfang haben wir okay. Mal gucken, wie die es halt noch rausfixen werden. Vielleicht werden sie irgendwann Spielanzahlen erhöhen oder nicht. Was ist drin in der Post? Nö. Alright. Aber grafisch, wie gesagt, bisher gut. Setting finde ich bisher gut. Potenzial hat's. Auf der Straße nach der Map zu gucken, ist wahrscheinlich sehr unintelligent. Können wir eigentlich Autos oder sowas usen jetzt? Nee, sieht ein bisschen damaged aus. Moin, Bennett. Wie ist das Spiel besetzt? Ich finde es sehr gut. Wir haben noch wenig Spielerkontakt gehabt, echten Spielerkontakt. Eher nur gegen ein, zwei Zombies jetzt. Bisher aber gut. Grafik-Setting gefällt, habe ich gerade gesagt. Überhaupt das Setting
Also kommt ein gutes Feeling rüber. Mal gucken, wie es am Ende jetzt wird. Das wird bestimmt noch nach und nach polished. Darf natürlich nicht am ersten Tag jetzt hier die größten Meinungen fällen, finde ich. Erst recht, wenn die schon ein bisschen Serverprobleme haben. Ich meine, immerhin wird es gerade extremst verfolgt und beobachtet, dass da, wie gesagt, kleine Störungen oder sowas sind und das noch nicht ansatzweise polished ist, wie gesagt. Nicht so schlimm. Guck mal, hier sind Reflections und so, finde ich relativ geil. Würde mich interessieren, ob wir irgendwie noch ein Spiel entdecken werden. Man kommt anscheinend schnell an Waffen. Wir haben bisher noch nichts gefunden an Waffen, hier in der echten Welt. Im Shop kann gut sein, dass man sich direkt was kaufen kann, wenn man ein bisschen Zeug gecraftet, beziehungsweise, sage ich mal, verkauft hat. Werden wir gleich sehen, wir machen gerade unsere erste Runde. Wo hast du denn deine? Die bekommt man am Anfang, das ist die Standardwaffe. Kann ich das decken? Ja, kann ich. Das ist die Standardwaffe, die man kriegt. Wir haben ein bisschen Munition drauf gekauft. Ich weiß nicht. Oh, das ist ein Tech-Shop, glaube ich. Jeder startet mit der Waffe. Warum piepst du? Wenn ich gleich irgendwie in so eine Mine oder irgendwas reinlaufe, oder irgendeine Bombe. Kriegen wir. Lüfter. Netzteil, Entschuldigung. Kann ich. Wett. Warte mal. Ich kann. Guck mal, die sind abgenutzt. Ich habe gehört, das ist 5083. Shit. 3850. 0583. Oh Gott. Ich renn. Keine Ahnung, was ich mache. Tschüss. Es ist laut. Der Laden ist so asiatisch weg. Und Greenix, danke schön für den Follow. Herzlich willkommen. Stirbst du One-Shot? Two-Shot? Wow. Okay. Ja, wir haben ein bisschen Ping-Probleme. Dankeschön, Dankeschön. Hallo? Kann ich dich ein bisschen Bobbes krabbeln? 3 Schrot, alles klar. Digga, wir laufen doch schon wieder weg. Warum wird's nicht leiser? Ja, ich bin jetzt ab jetzt die Alarmanlage. Habt ihr mir gewusst, ne? Digga. Das ist ein bisschen, also, Soundbuggy, ne? Das ist die Strafe, weil wir falsch getippt haben. Oh, guck mal, wie nah wir da schon sind. Vielleicht gehen wir die Bank noch in die. Irgendwas Paladino Ave und dann Right Turn. Paladino Ave. Ist das die? Oh. Und hier aufmachen ist aber nichts drin, oder? Aber das ist allgemein Looten vom Auto. Ah. Ist das die richtige Straße hier? Ja. Die Straße entlang, links, rechts. Oh. Da vorne sehe ich doch einen, oder? Ich hab die Richtung. Hat jemand gesehen? Let's run for it. Zickzack laufen. Skio! Dankeschön für die 21 Monate, Bro. Hello, hello. Hello, 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 hello. Wir sind ein bisschen langsam in so einem Movement. Wenn ich wie A oder D zurück die ganze Zeit, wir kriegen nicht wirklich direkt Movement. Muss man auch mit ankalkulieren. Dankeschön, Dankeschön, mein Freund. Also schnelles Movement geht nicht direkt. War das nicht die Ecke? Warte mal. Ja gut, wir können nach oben rum, okay. Nächste links. Und wo schaffen die jetzt, Gyro? Digga. Sind die Sounds wirklich Computer, Spiel generiert oder sind es wirklich Spieler, Alter? Ich gebe lieber noch einen Hotdog. Ohne Milch? Ja klar.
Vielleicht müssen wir gleich mal Regeneration durchziehen. Aber erstmal im Safe-Spot, würde ich sagen. Können wir eine Bankautomat? Nee. Hier ganz gut. Oh, hier komme ich. Boah, hier komme ich nicht reingelaufen. Also kein Schutz suchen, okay. An so Ecken hier geht es auch nicht, ne? Wie geht es dir heute? Digga, wir sind mit dem Fight-Gebiet. Leonard. So. Was bringt deine Milch? Energienhydration. Komm, use it. Lecker Milch. Okay. Umweltbewusst bist du auch nicht mehr, ich merke schon. Hau dir die auch noch rein. Lecker. Konservierungsdose. Keine Ahnung, wie lange schon alt. Oh, davon läuft jemand. Geradeaus vorne in der Tür. Da war jemand. Ich gehe nicht in die Bank. Ich will ja erstmal safe raus. Stopp. Moment, wir spielen einmal safe. Wobei, wir könnten. Jetzt ist er drin. Wir könnten rechts, Straße hoch. Okay, wir nehmen die zweite links. Vielleicht über die Atlantic Road. Okay, die ballern drin. Wäre fies, wenn er so ein Fenster gucken könnte. Ich erkenn's nicht. Ich loot mal nicht. Ich renn durch. Wir rennen auch ein bisschen zickzack. Ich denke, der Serverping wird uns ein bisschen retten. Wir nehmen den, das Ding als Rückenschutz hier. Also das ist auf jeden Fall ein echter Spieler. Will Hauptsache mal rauskommen. Das First Ding. Falls wir unausweichlich mit einem in den Kampf kommen, klar, dann gehen wir direkt rein. Bisschen Ausdauer tanken. Ich finde schon ein bisschen creepy, muss ich sagen. Also ein bisschen PvP creepy. Dass hier jederzeit jetzt einer um die Ecke kommen könnte. Ich weiß nicht, wie voll beladen die Dinger sind. Oh, noch mehr Medizin. Können wir die stacken? Nee. Gibt schon ein bisschen Feeling, muss ich sagen. Kann ich dich looten, hallo. Kleiner als drei bin nur in YouTube aktiv. Chaos Chrissy, Dankeschön für die 7 Monate. Dankeschön, Dankeschön, hello. Vielen lieben Dank für die 7 Monate. Hello, hello. Küsschen, Dankeschön für den Support. Oh, hier ist mein Home. Können wir denn... Ich kann ja auch springen, Lul. Kann ich hier rüberkrabbeln? Nö. So, sehe ich denn... Ich sehe halt meine Ausdauer nicht, wenn ich jetzt einfach stehe. Okay, die ist schon relativ voll. Eine Uzi oder so. Oh. Da vorne läuft jemand. Da habe ich gerade jemanden wieder rübergehen sehen. Oh no. Ich glaube, langsam aber sicher, wenn die ersten sich auch jetzt Richtung Ende bewegen. Ich weiß nicht, ob wir alle gleichzeitig in die Map reinstarten. Oder ob die Map schon besteht, wenn wir reinkommen. Alles so Sachen, die man jetzt lernt. In Tarkov oder ähnlichem ist ja so, dass alle zusammen gleich starten, looten gehen, gucken, was sie mitkriegen und dann sich wieder verpieseln. Oh, ich höre Zombies. Da vorne. Wir ziehen uns mal ganz kurz in den Laden da zurück. Kann auch sein, dass es sogar einer der Läden ist, den wir brauchen für die Quest. Scheiß mal auf die Uschi da vorne. Nothing. Okay, warte mal ganz kurz. Wir stellen uns mal ganz kurz hier in die Ecke. Oh, that's a good spot. So. Ah, guck, wir sind sogar hier. Lagerhäuser. Quelle des Lebens. Da müsste da auch so eine Base sein, okay. Hallo, ich... hallo? Okay, geduckt passe ich nicht mehr durch, ich verstehe. Ach, das ist eine Werkbank. Oh, nee, nee, will ich nicht. Ich will Loot. Maybe hier? Ohne Bier, ne? Ja, klar. Muss ich außerdem eigentlich nicht rüberziehen, ich muss eine Leertaste drücken. Bist du Looper? Du warst ja gerade Looper. Ah, nee. Der ist auch schon gelootet, ne? Ja. Dann geht's mal Richtung Zombie. Hallo?
Oh shit. Oh shit. Oh shit. Lad nach. Ich kümmere mich gleich um die. Erstmal ein bisschen nachladen, Position verschieben. Oh oh. Lol. Hä? Wie viel halten die aus, die Spieler? Ist es ein Spieler? Ja. Digga, was mit dem Aim? Er stöhnt, aber da hinten kommt noch ein Spieler. Nope, I'm out. Keine Ahnung, was passieren wird. Ich renn. Oh no. Oh, wie halten die da aus? Was ist denn jetzt beim Happening? Uschi, bleib ruhig. Danke. Ich hab Bock zu sterben. Hep. Hallo. Hep. Oh no. Hep. Digga. Als. Und keine Ausdauer mehr. Bleib mal ganz kurz hier. Ist das ein Exit? Rechts von uns, oder? Ist das dann überhaupt ein Exit? Ich höre Schritte. Ah. Uschi. Kommst du jetzt zu uns? Hast du uns gehört? Ja. Oh, Digga, diese Sprunganimation. Hallo. Hallo. Oh Gott, ist das Schmutz. Alles klar, im Run. Warte mal. Nee, man kommt da nicht hoch. Die Quest kann ich bestimmt auch nächstes Mal machen, oder? Ist es denn jetzt überhaupt ein Exit? Evakuierung, oder? Ah, ne, da oben! LOL! Da, oh, das geht denn. Oh Gott! Das geht denn noch weiter! Ich dachte hier nur die City da unten. Uff! Digga, was? 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 Alrighto. Oh shit. Oh je, offenes Feld. Das wird ja richtig Premiere. Zum Glück haben wir ein bisschen Muni. Vielleicht haben die meisten nur 60 dabei. Im Gegensatz zu uns. Oh, die Pistole. Kann ich die... Schutzkoffer? Mal nur was wertvolle Zeug rein, warte mal. 25, das Geld auf jeden Fall. Hallo? Geht's nicht? Doch. Machen wir mal das Zeug überall rein. Klingt das viel? 25. 43. Schokoriegel. Oh, 50. Und, ja gut. Ja, komm. So, den Schutzkoffer, den bringen wir auf jeden Fall mit raus, glaube ich. Also egal, ob wir sterben oder nicht. Cool. So, jetzt noch ein iPhone? Nee, diesmal ein PC-Lüfter. Was bringt denn der? Der ist grün. Oh. Hast du Angst, dass wenn jemand in den Rücken reinläuft? Okay, Waffenöl. Komm, wir gehen mal da hoch. Ist hier irgendwas Interessantes? Oh shit. Okay. Dann gehen wir lieber mal straight. Da ist noch eine kleine Kiste, die nehmen wir noch mit. Komm her. Mit nix, okay. Waffenöl hat außerdem 50. Oh. Löffel rüber. Waffenöl rein. Kann ich denn bitte hier drüber springen? Kann ich denn bitte. Game. Also, was mache ich denn in der brenzligen Situation? Hä? Das ist doch Schmutz, oder?
Da muss ich, da weiß doch jeder Spieler, wenn ich mich jetzt dahin vercamp, dass ich, wenn ich von hier oben runterkomme, da lang muss hier. Nö. Das ist ja dumm. Da weiß er automatisch schon die Wege. Außer das kann wirklich sein. Ja, wir müssen mal ins Gym gehen. Vielleicht können wir unsere Sprungreichweite erhöhen. Was haben wir hier? Dichtungsmittel. Und ein bisschen Klebeband, um es noch dichter zu machen. Ich dachte, da oben ist irgendwo ein Exit. Oh, hier ist Wald. Ich dachte, das wäre komplettes Open Field, aber meint. Ich habe mich mal ein bisschen rechts. Oh shit. Hör auf, Harald. Nein. Ach, Harald. Wie jetzt den Kopf zerlegt hat. Mal gespannt, was es noch für geile Gewehre gibt. Harald, hast du mal Groschen dabei? Ein paar Flaschen? Nee, ein bisschen Muni. Sogar unsere, glaube ich. Ich würde mich gerne hinlegen können, sage ich dir. Ganz kurz Deckung zu suchen. Okay, wir sind kurz davor. Weiß ich, was da passiert beim Evakuierungspunkt? Ist das kleine Ding oder das große Ding? Ich würde sagen, das kleine Ding. Hier wird irgendwas abgekämmt. Ist so einer? Boah, Digga, wie fies ist denn das hier? Ist es der Evakuierungspunkt? Ich glaube schon, ne? Oh. Mr. Ladybug, hello, hello. Ist bisher sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Meiner Meinung nach. Mir gefällt sowas. Habe ich gerne gezockt. Our boys are on the way. Thanks. We got the first round. Nice. Nice, 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 nice.